Hi, zu einem neuen Vlog. Ich habe meiner Mutter wieder das Auto geklaut. Diesmal musste ich aber echt was dafür machen. Ich kann ja meine Mutter nicht einfach dauernd das Auto klauen. Und zwar habe ich den kompletten Vormittag einen Mutter-Kind-Tag gemacht, damit ich jetzt das Auto klauen kann und zu Julian fahren nach Ludwigshafen und dem beim Umzug helfen. Der zieht nämlich um. Und ich habe gehört, der Felix ist auch am Start. Also fahren wir da jetzt mal hin. In 3 kilometers at the interchange Dreieck-Hockenheim. Use the right two lanes to follow signs for 61 toward Koblenz. Na? Oh! Alter! Du hast mich so mega erschreckt! Wir haben echt noch ziemlich viel. Es ist echt noch ein bisschen knapp. Oh, das ist wirklich was. Richtig zu. Ja, perfekt. Komm, wir holen den Julian da wieder raus. Unboxing von Julian! Da bin ich. Der drückt sich nur vor der Arbeit. Ich wurde eingesperrt. So, übrigens bin ich jetzt zu dem da gefahren, hab ich nie erklärt, ne? Und dann mit dem da. Ich hab euch erklärt, zieht ihr dieses Serien zu machen? Das Ding war, ich bin super zu spät gekommen. Die beiden hatten schon richtig viel angefangen. Ja. Als ich angekommen bin, haben wir direkt mal weitergearbeitet und sind kurz was essen gegangen. Das habt ihr gesehen. Und jetzt ist das Zimmer leer, Julian. Ja. Junge, meine Ära geht zu Ende. Der Sound ist der Wahnsinn. Ja, und richtig. Jetzt gehen wir nur noch hier. Studio-Sound. Auf jeden Fall ist jetzt Julians kompletter Besitz unten im Auto, auf das es morgen früh weg ist. Und wir wollen halt morgen, wann wollen wir los? Ja, schon 5 Uhr, oder? 5 Uhr. Ja. 5 Uhr wollen die los. Auf 4, damit wir noch genügend Zeit haben, alle zu schauen und ready zu get. Jo! Auf jeden Fall fahren wir morgen extrem früh los und ich habe morgen auch noch ein Bewerbungsgespräch, deswegen muss ich mich jetzt eigentlich noch ein bisschen vorbereiten, weil ich das natürlich noch nicht gemacht habe. Beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung für morgen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt pennen und der morgige Tag kommt jetzt gleich im Anschluss, also träumt an. Ne, ich will auch noch sagen. Du willst auch noch sagen? Ich muss sagen, danke an die fleißigen Helfer, super cool, ich fand es super chillig, es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Ja. Danke, dass ihr gekommen seid und mir geholfen habt, ohne wäre es echt nicht möglich gewesen. Kein Problem! Willst du auch was sagen? Nee, ich freue mich total, ich finde es total krass, das jetzt hier zu sehen, weil das Ding ist, morgen geht es ja meiner Wohnung an den Kragen. Ja, ich habe die Bombe auch gar nicht platzen lassen. Die Bombe ist noch nicht geplatzt. Der Julian zieht nämlich morgen in den Ruhrpott und der Felix, der zieht übermorgen in den Ruhrpott. Das ist richtig. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Zum Glück ist der Ruhrpott riesengroß und man zieht da bestimmt nicht sich in die Nähe. Also ich wollte ungefähr nach Sicherheitsabstand. 10 Kilometer. Aber das Ding ist, weil ich ja halt ganz genau weiß, dass es meiner Wohnung morgen auch an den Kragen geht, sitze ich jetzt hier. Und kann gar nicht abwarten, dasselbe Gefühl, was ich mir jetzt gerade vorstelle, was Julian gerade hat, morgen selber zu haben. Weil man verbindet ja schon ein bisschen was mit einer Wohnung, wenn man da ein Weilchen drin gewohnt hat. Und vor allem auch, wenn man dort viel erlebt hat. Und dann wieder in ihr drin zu sitzen und sie ist komplett leer, ist nach all diesen Erlebnissen ist schon ein lustiges Gefühl. Da freue ich mich irgendwie drauf morgen. Ja, irgendwie ist es ein positives Gefühl. Ja. Ich freue mich einfach auf das. Ja, man schließt so richtig ab und man weiß so, die Vergangenheit war geil, die Zukunft wird noch geiler. Ja, das ist eigentlich...
Nice. Ich glaube so trotzdem, morgen, wenn du zuschließt, ist glaube ich trotzdem nochmal so ein bisschen Traurigkeit drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Hey, wir kommen nochmal zu meinem Durchschnitt. Ja, wir kommen nochmal, aber ach so, es geht schon eine Ära zu Ende und es ist natürlich immer in gewisser Weise traurig, aber ich meine, diesmal überwiegt ja wirklich das Positive. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Ding. Ja. Auf jeden Fall müssen wir morgen echt früh raus und ich muss noch ein bisschen machen. Und wir haben jetzt gerade noch das hier im Zimmer, was wir zum Schlafen brauchen. Felix, wir kuscheln heute Nacht, ne? Mm. Mm. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder morgen früh. Oh, das ist so viel zu früh. Aber wir wollten gegen 5 losfahren. Also los! Alles leer. Julian, haben wir alles? Ja, nee, wieder. Doch, haben wir. Bis auf den Router, der bleibt hier ganz allein. Erstmal. Nice. Jetzt ist die Wohnung tatsächlich weg. Tatsächlich weg. Also ist so ein neues Kapitel? Ja. Hier ist Julians Leben drin. Das ist echt so. Ja. Ein ganzes Life in einem Auto. Ein ganzes Life. In Felix Auto ist halt gar nichts drin, weil da passt eh nichts rein. Da ist auch mein ganzes Leben drin, das ist nur nicht so groß wie das von Julia. Und hier ist auch noch ein bisschen Shit drin. Aber ich meine, mittlerweile ist es fast schon hell. Das heißt, es ist Zeit zum Losfahren, oder? Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade im Navi geschaut. Wenn wir komplett ohne Stau durchkommen, sind wir aktuell so 30 Minuten zu früh da. Aber wir wollen vielleicht irgendwo noch tanken und ja, was Frühstück. Fressen. Frühstücken wäre ganz nice. Los geht's, oder? Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Nice. Wessen Wohnung ist das jetzt? Deine, ne? Meine. Ja, man merkt schon am Hall, das muss die Wohnung eines YouTubers sein. Wie nice diese Wohnung ist, die ist riesig. Ja. Da kommt der Hall. Echo! Auf jeden Fall ihr. Also ich muss nämlich jetzt gleich los zum Bewerbungsgespräch wieder. Ja. Wir drücken dir die Daumen auf. Ich muss erst noch duschen. Ja, kannst mal in Dusche. Ich entjungfer seine Dusche. Genau, nachdem ich gestern erstmal zu spät gekommen bin und die schon voll viel Arbeit gemacht haben, gehe ich jetzt quasi früher wieder, damit die Arbeit machen können. Ja. So ist mein Leben. Felix? Ja? Man sieht sich später, ne? Hau rein. Hau rein. Julian, bis später. Mach's gut, wir sehen uns. Danke für deine Hilfe, ne? Ja, wir sehen uns später in auf Leipzig. Ciao. Ciao. Alles klar, Haare gemacht, Hemd angezogen, ich bin da. Los geht's, Bewerbungsgespräch. Ich melde mich dann danach wieder, aber da das sonst, Video sonst viel zu lang wird, kommt alles, was jetzt noch passiert, also nach dem Bewerbungsgespräch und der fertige Umzug, der weitere Umzug von Felix und Julian passiert dann nächste Woche im nächsten Video, okay? Also, dann wisst ihr auch, wie das Bewerbungsgespräch war nächste Woche. Wir sehen uns bis dann. Ciao!